Ich bin rausgeflogen und mein Gallimimus wurde gefressen. Währenddessen ich da im Wasser liege und der Grave da hinten an der anderen Seite des Ufers sich ein Caipirinha trinkt. Wo bist du jetzt? Tot, nein. Ich bin an der Stelle, wo wir über den Fluss wollten oder besser über den Sumpf. Läuft denn eigentlich der Stream schon wieder? Hat sich zumindest gerade was getan. Weiß es nicht, keine Ahnung. Doch, bin an der doch, Stelle, es wo läuft. wir über den Fluss wollten oder besser über den Sumpf. Ich bin jetzt zu Fuß. Ah, dann ist es wenigstens mein Sattel. Hat sich Muss mich mal zumindest ganz gerade kurz was hier muten. getan. So. Na, immer. Da, wenigstens mein blauer Sattel. Alles andere ist scheiße. Mann, ich Oh, bin. Kapusokus, das war knapp. Na, da bist du ja. Halt Hallo. auf. Zum Glück kann der auch jetzt. Jetzt kann ich hinten sitzen. Ich kann mich ja drehen. Geil. Nein, ich kann mich nicht drehen. Dann steig nochmal ab, dann kannst du vorne sitzen. Muss man, glaube Oh, ich, mach einstellen. erstmal den. Boah, ich schieße daneben, ey. Das gibt's gar nicht. Ich muss mal nachladen. Sekunde. Nerv nicht, so. Back, front. Und los. Boah, jetzt habe ich diese blöde Nase vor mir. Vorsicht, Kaposukus. Oh. Ganz viel Kaposukus. Ganz viel Kaposukus. Scheiße. Ich komme nicht raus aus dem Wasser. Ich bin zu klein. Hast du es? Glaube ja. Aua. Andreas. Oh, ich spuck dir noch einer. Wäre es jetzt gewesen, wenn der auch noch tot wäre. Und der hat irgendwas dabei gehabt. Gucken, was es da gibt. Brillen. Eine Brille nehmen wir mit. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, was für eine Geburt. Was für eine Lass Geburt. mich hier raus, dann gucken wir weiter. Dann kannst du nochmal vorne sitzen. Ich bin erstmal raus. Ja, mach du mal. Ich halte den Rücken frei. Toll. Wir Egal. haben es gleich. Naja, du, ich lade mal wenigstens währenddessen mal nach. Ach, wir können mal ganz kurz hier an diese Außenbase vom Z. Ja. Zack. Was kann ich denn nehmen? Hat der Kanon einen Sattel? Der Kanon einen Sattel. Ja, der Level ist halt ultra langsam. 21, da kann ich ja zu Fuß gehen, ey. Kann man den wenigstens leveln? Nee. Alter Verwalter. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme vor. Guck mal. Ich will mein. Jetzt habe ich echt mein Gallimimus verloren. Nee, ey. Mann. Weg. Du Verräter. Oh, das ist keine Ausdauer mehr. Weißt du was? Ganz ehrlich, ich reite bei dir mit. Wird jetzt schon wieder keine Ausdauer. Weißt du was? Ich weiß nicht, ich stell den mal so lange auf aggressiv. So, mach mal. So, und jetzt gehen wir mal wieder nach Front. Ich hoffe, es haben auch alle mitgekriegt, dass der Stream auch wieder läuft. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ist Also denn ich nicht mehr muss ihn auch mal lustig? neu starten. Ich habe aber gerade eben gelesen, dass die Anna 1, 2, 3, 4, 5 und sonst was für ganz viele Zahlen heute Geburtstag hatte. Dann herzlichen Glückwunsch von mir. Ich sehe nichts, ey. Ich muss. Wenn du Das ist einfach, springst. du bist einfach zu kurz. Wenn du springst, sehe ich nur den ganzen Hals in mir drin. So, den Sattel. Ach, der Sattel ist das. Was auf, da mache ich mal. Ach, Außenkamera kann man ja auch nicht machen. Kannst du K machen? Ne, geht auch nicht. Dann können wir mal tauschen. Reite du doch. Und ich sitze vorne. Das war ein bisschen lahm. Du vertraust mir? Nee. Wünsche mir, ich vertraue mir auch nicht. Ach, wir haben auch keine andere Wahl gerade. Wir haben keine andere Wahl. Du kannst besser schießen. Wenigstens einer, der Aiming hat.
Ja, wobei mit der Assault Rifle bin ich nicht so gut. Jetzt kommt eigentlich noch das spannende Stück. Ach ja, hier, guck mal hier. Oh nein! Nicht kacken! Der wollte gerade kacken, oder was? Jetzt kommt das spannende Stück. Wir kommen nämlich jetzt in das Eisgebiet. Ja, das Gute ist aber, dass es noch relativ hell ist. Ja, wir sind gestern durch ein... Boah, es war mega dunkel gewesen. Oh, oh. Nee, 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 die klauen was. Das sind T-Rex, guck mal. Die hat doch bestimmt irgendwo hier ein Ei liegen, oder? Nein, lauf jetzt. Mann. Das kleine Kugel zwischen die Augen. Guck mal da. Guck mal, der hat uns wirklich gesehen. Guck mal. Ja, schön. Dann mach hin. Der Griff hat Angst. Kein Nervenkitzel, der Junge. Guck mal, ich hab's ja nur auf den Bronto geschickt. Ja, weil das ist mein Gallimimus. Den hätte ich gerne nur. Du hast mein Gallimimus einfach deinem Sumpf stehen lassen. Du bist. Ich hab nicht gewusst, wo du bist. Juhu! Juhu! Mach's kurz. Check this out. Check Juhu. This Level 40. Juhu! Juhu. Wollte irgendwie absteigen. Boah, nee, mein Gallimimus. Muss ich mir einen zähmen, der noch größer ist als deiner. Also an dein Gallimimus natürlich. Ne? Das ist doch gut. Da habe ich echt im Dex Tonstudio. Hier. man nennt es auch Kinderzimmer. Man nennt es auch Kinderzimmer. Habe ich hier diese tollen Sounds gemacht. Dann musst du das erstmal hören, wenn dann mal jemand mich, wie heißt das? Abonniert, glaube ich, ne? Ne, heißt das abonniert hier? Ich glaube ja. Ich weiß es. Genau, das, aber das ist ja, glaube ich, dann erst ab irgendwie, wenn man da Geld bekommt oder sowas. Das ist lustig. Aber das gibt's erst, wenn... Wenn jemand was spendet. Nee, wenn was spendet, ist was anderes. Ah, okay. Aber das ist ja Follower, ist ja hier irgendwie 4,99 €. Finde ich echt ein brutales Ding, aber... Ist dann wohl. Hast du deine Hände unter meinem Hintern geschoben? Ja, komm, so, komm, so, komm. Ja, boah, ja. Boah, das habe ich gestern nicht geschafft. Glückwunsch. Ja, ja, super, ne? Die könnten eigentlich von den Jungs. Du hast echt deine Hände unter meinem. Die dann weg. Gar nicht wahr. Oder? Ich weiß es nicht. Ist aber ziemlich warm da. Juhu! Ja. Juhu. Also, ich habe vorhin Bohnen gegessen. macht's dir was aus, wenn du hinten sitzt? Nö, okay. Aber der ist wenigstens schnell genug, damit ich diesen Wind nicht abbekomme. Komm, guckt's euch an. Oh, eine Granate. Das ist unglaublich. Oh, das ist aber ausgetickt, ne? Wer ist ausgetickt? Die Fotos waren gestern noch im Wasser hier. Sag mal, hier fehlt doch die halbe Base. Mhm. Aber der Eier-Collector ist da. Kommst du dran? Ein Pinguin im Wasser. Kann man nicht zugreifen? Kann man nicht dann zugreifen? Nee, ne? Musst du gleich springen. Auf. Nee, geht nicht. Nee. Schade. Aber ich konnte doch letztes Mal. Sind wir nicht mehr in einer Tribe? Nicht Tribe in einem Dingsbums? Weiß ich nicht. Das ist immer doof, dass hier irgendwie alles zusammengefallen ist. Wir haben doch eine Mod runtergenommen, aber das war doch hier nicht mit den Dingern gebaut, oder? Ich will es nicht hoffen. Das war keine Baumod. Sorry. Es kann ja sein, dass diese ganze Base auf diese Fackeln, wir haben ja diese blöden bunten Fackeln Mod mal drauf gehabt. Die Fackeln haben wir rausgemacht, stimmt. Ja, es kann ja sein, dass die ganze Base auf einer Fackel gebaut worden ist. Dann bricht das natürlich alles zusammen, aber nur dann. Gehen wir jetzt weiter. Okay. Wir müssten, glaube ich, hier vorne lang, ne? Ja, du könntest auch einfach ein Tor aufmachen und dann durchgehen. Ne, geht doch nicht. Wo? Wie? Ich hab gestern eins aufgemacht. Und dann bist du gestern auch hier rumgehüpft wie so ein Ja,
Danach habe ich das Tor aufgemacht, weil ich es nicht hingekriegt habe. Danach. Erst mal 20 Minuten da rumhüpfen, ey. Das Tor links habe ich aufgemacht, das schwarze. Na klar, müsste ja gehen, ne? Wir sind da in einem Dingsbums. In einem Dingsbums. Ja, ist alles Dingsbums. Mit Dings und Bums. So, jetzt ziehen wir mal was Warmes an. Schwupp, schwupp. Oh ja, das ist eine gute Idee. Mein Sattel. Der war auch noch so schön grün. Der hat nicht dieses hässliches Grün gehabt, das dieses tolle Grün gehabt. Einfach ein Decksgrün. Das ist auch hässlich grün. Ja, ein Decksgrün eben. Du verstehst das einfach alles nicht. Oh, jetzt wird's gefährlich. Das wird. Oh nee. Oh nein, und Dex reitet auch noch. Darum ist der T-Rex. Dem habe ich doch bestimmt das Ei gestern geklaut oder so, ne? Mir egal. Wer hat ja ein neues gelegt? Oh nein. Und da ist noch ein Rex. Wir können ja mal fragen. Okay. Aber gestern sind wir im Dunkeln und im Nebel hier rumgelaufen. Das war was, ey. Hast du noch ein Ei? Oh, da ist so ein Argentavis hinter uns her. Mhm. Und der ist so sehr. Oh, guck mal, der kann auch so langsam laufen. Der ist trotzdem noch schneller als alle anderen. Ist aber echt immer viel zu schnell hier. Und natürlich, wie es ja meistens kommt, bin ich gestern wieder ein Stückchen zu weit gesprungen und bin ins Wasser gelandet. Ins Wasser. Und dann kommt man ja auch nicht mehr raus. Dann kannst du dann irgendwie bis in den Süden rumpaddeln. Bist du den blauen Strahl looten? Nö. Oh, 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 oh. Wieso steige ich kurz ab? Mach du mal, ich will mal ganz kurz looten. Da gibt's doch bestimmt. Das ist gut, das brauchen wir. Und eine blaue Axt, das ist ja schon mal cool. Blaue Axt, Blaupause. Hüpft hier immer noch rum. Ich wollte gerade sagen, man merkt schon so richtig, wie du das Tier verteidigst. Nicht mal treffen kann er. Das ist auch schwer mit dem, ne? Ja, der hat, wie gesagt, nur einen ganz kleinen Bereich, wo er treffen kann. Also, ich muss mal ganz kurz im Chat lesen. Oh, mit Facecam, das willst du? Oh, Linzertorte heißt hier jemand. Geil. Torten sind immer gut. Bist dabei. Ich bin auch eine Linzertorte. Torten. Wer Torten mitbringt, der braucht keinen Follower bezahlen. Besser, wenn Schwarzwälder jetzt. Nee, ich bin ja totaler Käsekuchen-Fan. Käsekuchen und Reisfladen. Am besten. Also mit so Torten, da kannst du echt. Boah. Oh, warte mal kurz, wenn wir hier gerade über essen. Ich habe ja übrigens, habe ich dir gerade eben, als ich aus dem Stream geflogen bin, mal wieder. Oh nein! Oh ja, ich bin weg! Ich wollte eigentlich gerade was essen, Mann! Wir wissen natürlich. Wo laufe ich eigentlich hin? Bisher noch richtig. Das ist schon mal super. Oh, hier bin ich, glaube ich, runtergefallen, oder? Nee. Nee, das ist erst kommt viel später. Noch viel später. Oh, was ich jetzt auch Lust hätte, eine Raffaello-Torte. Das ist was Geiles. Ah! Raffaello? Oh. Mhm. War hier nicht der Giga? War hier nicht der Giga? Können Sie jetzt wenigstens mal was fressen, dass wir gleich weitergehen können? Oi. Facecam. Ich will doch das Abonnenten bekommen und nicht, dass die weggehen. Aber wenn ihr mich mal sehen möchtet, auf meinem YouTube-Kanal gibt es natürlich die kleinen Specials. Das sind meistens die Abonnenten-Special. Da könnt ihr auch mal die Hackfresse vom Grave sehen. Guck mal, wie die da abgehen. kannst mich nicht schlagen, geht nicht. Ach, was ich gerade eben noch sagen wollte und was ich auch noch machen wollte, kurz. Hier gibt es ja bei uns in Italien diese riesengroßen Ferrero-Kinder-Mega-Überraschungseier. Aber mega. Einfach stellt euch vor, das Überraschungsei, was ihr im Geschäft bekommt, die kleinen 40 mal, 60 mal so groß oder sowas, keine Ahnung. Das habe ich mir jetzt, habe ich geschenkt bekommen übrigens. Und das nasche ich gerade. Hätte ist mich auch lecker. Gewundert, wenn du das gekauft hättest, du Geizhals. Ich bin kein Geizhals. Nein. Das ist doch. Ist die das nicht da hinten mit dem Ei? Meinst du, sie kann sich noch dran erinnern?
kriegst gleich ein paar auf die Eier, wenn du weiter so machst. Ich hab übrigens das Ei gegessen, ne? Ja. Oh nein! Er hängt fest! Oh Gott. Ist er noch da? Oder macht so eine Runde? Was ist noch so ein T-Rex? Auch ein T-Rex, das ist alles voller T-Rexe hier! Guten Tag! Boah. Lerdex wohnt in Italien, ich war auch schon zu Besuch bei ihm. Ja, ja. In Urlaub. In die Urlaub! Er durfte bei uns im Schuppen schlafen. Und da hat es dann geregnet und ich dachte, ich bin jetzt fliegen und es regnet. Hat es geregnet, ja? Es hatte geregnet, 2 Tage lang. Ja. 2 Tage lang? Ja. Niemals ey, 2 Tage lang durch. Als es laut Wetteraufzeichnung durchschnittsmäßig sein sollte. Aber es waren nicht 2 Tage durch, das war nur 2 Mal am Tag. Also 2 Mal. Nee. Niemals durchgeregnet. Aber immer wieder, also so stundenweise. Wollen die was? Die wollen, glaube ich, was von denen, ne? Zack! Ja. Haha! Oh, ich hänge hier fest. Ach nee, der muss immer pupen. So, wenn es geht, jetzt hier langsam nicht mehr so rumspringen. Ja, weil ich hier. Ganz sag nett. Hier bin ich irgendwo runtergefallen, ne? Der ist doch so schnell immer. Ah ja, genau, hier bin ich runtergeflogen. Aber es kommt auch davon, weil der so einen Wendekreis hat, wie so ein. Und da kam auch der Agentavis und hat mich da runtergeschubst. Dein Hirn hat auch einen Wendekreis. Moskau. Muss mal lesen. Ah, du bist das, die ich sogar sagen wollte. Ich hau doch gar nicht. Ich bin halb. Ich bin halb Spaghettifresse, halb Kartoffelkopf. Und weil ich ja immer pünktlich bin, bin ich natürlich total deutsch. Immer alles und auch voll die Ordnung habe ich. Das ist alles mütterlicherseits. Wenn Dex was Italienisches angenommen hat, dann seine Unpünktlichkeit. Gar nicht wahr. Alles gelogen. Der Stream hat pünktlich angefangen. Nach italienischer Zeit. Nach sizilianischer Zeitrechnung. Das hatte ich ja schon mal. Ich müsste das auch mal, glaube ich, bei Frage und Antwort direkt da unten reinschreiben, damit das direkt immer geklärt ist. Das haben wir doch eigentlich. Hab ich doch. Was Deutsche geschrieben hat? Was denn? Ist es denn schön da, wo du wohnst? Oder findest du andere Städte, Dörfer schöner? Also, diese Frage stelle ich mal dem Grave. Ist es schön bei uns? Ja, wenn du nicht gerade im Hochsommer hingehst. Ja, ist ein bisschen voll, ein bisschen heiß. Aber ja, also wenn du als Deutsche da hingehst, du bist halt andere Klima gewohnt, obwohl ich warmes Klima gewohnt bin, weil ich ja aus dem Südwesten von Deutschland komme, da ist man eigentlich schon relativ warme Temperaturen gewohnt. Aber ich sag mal so 40 Grad, 43 Grad, 45 Grad hat man. Nein! Das war zu spät. Steig auf, der T-Rex kommt, der T-Rex ist hinter dir! Der T-Rex ist hinter dir! Scheiße! Ist der. Guck mal, der geht gegen Sabertooth los. Ich mach das schon. Ich will nur den Dingsbums hier retten. Wir haben sonst nichts mehr zum Reiten. Ja, lauf mal. Ich will den Killers! Da ist doch noch irgendwas anderes, der hier rumläuft, ja, ne? Ja, da war noch ein Sabertooth. Muss man nachladen. Ja, voll in den Hintern. Das ist auch mal der Wendekreis von dem, ne? Guckste, was haben wir denn da? Was haben wir denn da zu looten? Oh Mann, ey. Füße. Ich füße den mal. Oh Gott. Willst du mal wieder reiten? Ja. Komm. Hinten oder vorne? Nee, hinten. Vorne, sorry. Ich mach's mal von vorne heute. Dann mal los. Nochmal zurück zum Thema, was mir natürlich in Italien wahnsinnig gut gefallen hat, war halt auch Rom. Ich komme nicht mehr raus. Ja, ich versuche es ja, ich muss auch abzusteigen. Oh nein! Ich muss nachladen! Oh Gott, ey, was hat denn da für ein Leben, dein Gallimimus? Der hat 1000. Boah, wie viel hat denn noch?
Oh, knapp. Und scheiß mir direkt vors Gesicht, ey. Das gibt's gar nicht dafür. Mein Gott. Boah. Sitzt du wieder vorne? Ja. Ich sitz vorne. Boah, meine Fresse. Juhu. Wir haben uns doch voll gegen den Baum gedrückt, die Schweine. Boah, dieser Sattel. Der Sattel gibt mir so ein Psch, ein Psch, ein Psch. Immer diese riesengroße Brett vom Kopf hier. Nein, ich will das nicht nochmal hören. Ja. Oh. Boah. Lauf! Lauf! Lauf dem T-Rex oder dem Giga in die Arme. Ja, wir sind gleich bei Stone. Aber wir wollen nicht zum Stone. Ich aber nicht rein, ey. Da habe ich immer voll die Legs und mittlerweile. Du musst mir, glaube ich, das gleich doch mal geben. Ich sehe hier die ganze Zeit nur dieses Dingsbums. Warte, drehen. Boah. Wenn du jetzt durch das Wasser geschwommen bist, dann lass mich nochmal reiten. Ich habe hier die ganze Zeit dieses blöde Dings vom Sattel im Gesicht. So. Freeze! Kannst du den Grave mal bitte einen Tick lauter machen? Ja, das finde ich auch. Ich bin immer viel zu leise in deinen Videos. Ja, aber ich kann da nichts machen. Ganz ehrlich, doch. Guck mal. Doch. pass auf. Ich mach den mal lauter. So, Lautstärke anpassen. Du bist ja schon auf 12. Dann mache ich dich jetzt auf 15 oder so. Auf 30. Sag mal was. Wett. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Es ist einfach so ein ganz zarter Junge. Der redet immer ganz, ganz, ganz weich. Mach jetzt! Ich muss erst mal lesen. Dex, wo willst du mal hin? Boah, wo ich mal hin möchte. Weg. Ganz, ganz weit weg. Wo ich mal hin möchte. Ganz ehrlich? Oh, mir geht's hier voll gut. Das ist immer so ein schönes Zwischending zwischen Deutschland und Italien. Also nochmal die Frage an, ich glaube, Deutschland hat das mal eben gestellt. Ich wohne auf Sizilien. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wo Sizilien ist. Das ist so der kleine Fußball. Der Fußball, den der Stiefel von Italien tritt. Das ist die Insel ganz, ganz, ganz unten. Und auf der Insel wohne ich ganz unten. Ganz unten im Süden. Ich kann mehr oder weniger schon nach Afrika spucken. Und hier sitze ich ohne Bürgersteige. Auf dich. Ich sitze hier, habe hier keine Bürgersteige, habe hier keine Wasser, keine Kanalisation für Regenwasser oder sowas. Aber ich habe eine 100.000er Internetleitung. Yeah. Ja, Italien lässt sich das gut bezahlen, solche ganz unsinnigen Sachen. Aber das ist das ganz okay, dann kann man wenigstens mal streamen. Jetzt beschwer dich nicht, ey. Furchtbar. Oh, ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Der Arme, der kommt echt an. Der Taschengeil. Der überlebt es nicht. Wenn der einmal auf was höher runterfällt, ist er weg. Boah, zum Glück bist du dabei und den Chat ein bisschen liest. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie viel sind das jetzt hier im Chat? Keine Ahnung, die jetzt vielleicht da aktiv schreiben. 5 oder 6? Wenn ich das so beim Gronkh... Ich gucke ja ganz... Halt die Fresse. Wenn ich da mal ab und zu beim Gronkh reingucke, da geht der Chat ja ab. Da kann ich überhaupt nichts lesen. Ich verstehe überhaupt nichts. Und das ist mir jetzt hier schon gut, dass kann du dabei bist. Kann seinen Spatzen halt nicht mehr verarbeiten. Übrigens, der Stream ist voll asynchron. Mit von Bild zu Ton. Ehrlich? Mhm. Kann aber nicht sein. Das darf nicht sein. Twitch schuld, nicht ich. Sizilien Mafia, gutes Internet. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil das Graben der Kabel war ja ganz problemlos. Weil die ganzen Leichen, die verscharrt worden sind in den ganzen Jahren. Die Gräben waren schon da. Waren ja schon, es war ja schon, der Boot war ja schon aufgelockert. Deswegen. Ai, ai, ai. Schön. Okay, Leute, hör mal. Wir sind angekommen. Wir können ja eigentlich den Gulliver. Gullivers Reisen! Das ist ja mal geil! So nenne ich die Folge. Gullivers Reisen. Deswegen heißt er auch Gulliver. Wie hieß eigentlich der andere nochmal? Irgendwie schnell irgendwas, irgendwie schnell, schnell um die Ecke. Ja, schnell um die Ecke. Schnell um die Ecke, das war er. Haben um die Ecke gebracht. Das war es. Du müsstest ja echt mal einen Friedhof machen. Ich glaube, der wäre so groß wie dein ganzes Gelände mittlerweile. Friedhof der Kuscheltiere. So ein Scheiß, ey. Ich muss mir unbedingt jetzt einen Gallimimus zähmen, aber was Großes. Betonstützen standen schon im Meer für die Kabel. Ja. Die ganzen Leute mit den Betonfüßen.
Das ist ja für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was das ist. Das ist, kommt davon, wenn man Dex nach dem Alter fragt, dann kriegt man Betonschuhe. Die sind gut, die das passen. Nehme ich mal Schuhe an. Die passen wie angegossen. Ich habe keine Schuhe an. Du hast keine Schuhe an. Wieso habe ich keine Schuhe an? Hat mir jemand ach, die sind mir abgebissen worden. Ja, die werden ja angepasst, die Schuhe, und so sieht das dann aus. Welche Ausbildung hast du gemacht? Kann sogar ich beantworten. Darfst du aber selber sagen. Du darfst auf alles antworten. Nein, du darfst nicht auf alles auf antworten. Ich glaube, ich muss jetzt hier wieder, wie nennt man das hier, Betonschuhe vergeben. Private Sachen zu fragen. Du hast doch Zimmermann gelernt, ne? Nein. Dachdecker, Schreiner? Ich habe Sohn eines Mafia-Bosses gelernt. Aua. Dumme Antworten kriegen manchmal eine Faust ins Gesicht. Ich bin jetzt wirklich am überlegen, wo sollen wir jetzt einen Kalimimus herbekommen? Ich will eigentlich unbedingt einen haben. Ich brauche einen. Braucht sie wie Luft zum Atmen. Du, Mini-Ruki, das ist super lieb, was du schreibst. Dank aber auch dem Grave und dem Stone. Ohne die zwei wird das hier überhaupt gar nicht laufen. Habe ich das nicht schön gesagt? Ach komm. Das ist so toll. Das ist so toll. Da sage ich nur, juhu. Boah, Arsch. Blende das. Das geht mir so auf die Eier mit diesem Bloom-Effekt. Den habe ich sogar ausnahmsweise mal ausgemacht, weil es vorhin so heftig war. Ich hänge in der Tür drin. So, Tür aufgeschossen. Ja, Dex hat Waffenschmied gelernt, genau. Und hat sich dabei wohl irgendwie blöd mal eine Kugel ins Hirn geschossen. Ich habe Waffenschmied gelernt, Krummsäbel, die nach in die andere Richtung gingen. Dex, wie alt bist du? Ich habe gerade den Trailer für den Patch veröffentlicht. Cool, muss ich gleich mal angucken. Schuhmacher. Ich bin Schuhmacher. Dextro Schuhmacher. Ich bin Schuhmacher. Deswegen habe ich auch keine Schuhe an. Oh, ich stehe auf dem Bär. Ich habe einen Bären. Ich habe ein richtiges Tier unter mir hier. Zwischen meinen Beinen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen... Ingame-Töne sind auch dabei. Bist du älter als 30? Ich bin älter als 30. Das hört man doch an dieser tiefen Bassstimme. Nein, hör auf! Ich hab... Aua, voll getroffen. Nein, Pfeifen ist nicht gut. Ich hab gepfiffen, jetzt schieße mich ab. Nein, die ganze Bude läuft hinter mir jetzt her. Ich hab schon gerade irgendeine Bewegung gehört. Nein. Willst du? Ah ja. Hast du noch? Du hast doch bestimmt noch... Du hast keine mehr im Inventar, ne? Die Bären? Nee. Die... Oh. Weißt du, wie lange ich dafür brauchte, wieder das, die Bären den trockenen Mund wegzubekommen? Ah, nee. Ja, du wachst ja eh gleich auf, brauchen wir gar nichts mehr, wir füttern. Boah, die Dosche oder der Dosche? Damit man mal sagen kann, Dosche. Das Dosche. Bist du 33? Jetzt wird hier, ich glaube, ich muss ganz, ganz, ganz viele Betonschuhe hier mal im Chat verteilen. Was macht denn hier eigentlich mein, wie heißt denn der hier, Moderator? Da ist jetzt noch nichts Anstößliches dabei. Die fragen mich nach dem Alter. Mann, ey! Die fragen mich nach dem Alter, das geht ja mal gar nicht. Da habe ich auch keine Schuhe mehr. Ach, der läuft hinter mir her jetzt, ehrlich, ey. Friederike, hallo. So cool aus, wenn man die hinsetzen lässt. Guck mal. Warte, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz den ganzen Scheiß reparieren hier. Down, habe ich gesagt. Oh, guck mal, schnell. Was ein Stress immer, wo denn? Oh! Boah, wenn das nochmal macht, dann mache ich mal ein Foto davon und dann werde ich da mal ganz. Warte, ganz kurz. Dann hier so, ganz kurz Waffe weg. Und dann werde ich dann so eine Zeitung in die Hand rein dingsen, bumsen. Wie heißt das hier? Dingsbumsen, keine Ahnung. Da, mach mal. Photoshoppen. Das sieht nämlich lustig aus, wie der die Hand nach vorne hält. Als ob er eine Zeitung lesen würde.
Und ne, so von Weitem sah es besser. Jetzt. Geil. Da werde ich mir eine Zeitung reinschuppen. Das ist die Deutsche. Ach, die Deutschen. Warum? Den Brustpanzer ist eine Riot-Rüstung. Die kriegt man ab Level 80, glaube ich. Und macht man im Fabricator. Wird sie hergestellt. In der Drehbank. Juhu! Juhu! Willkommen, wer auch immer. Ich kann das... Das ist mein zweiter Stream. Alle Leute, die ich nicht vorgelesen habe. Alle also. tut mir leid. Ich muss das irgendwie hier noch so ein bisschen lernen mit dem Streamen. Aber ich kann das Bild ja größer machen. Darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Ja, doch, anscheinend schon. Jetzt. Dann kann ich auch mal sehen, wer da gerade so mal Hallo sagt. Und Follower-Ort. Nee, das Follower ist das ja gar nicht. Das ist ja irgendwie dabei sein oder so. Wo sind denn meine Leggings? Ich sehe, ach, da sind sie. Boah, gelbe Hosen. Mit dem Alter kommt die Weisheit. Ja, das hat bei Dex nicht so ganz funktioniert. Das ist eher gegenläufig. Ja. Mini, sag's denn, das hat was mit Respekt zu tun. Man fragt einem Dex nicht nach dem Alter. Dex ist so alt, wie er sich fühlt. Genau. Kein Tod. Xbox! Pizza. Oh. Das ist ja geil. Ich finde das immer noch. Ich habe es gerade eben schon gesagt, bevor der Stream irgendwie abgeraucht ist. Finde ich ja totale Kacke, dass das Crossplay nicht läuft. Diese Szene hier, die ihr jetzt gerade seht, das schafft der Grave für eine Stunde durchzumachen. Ich bin hier am Craften, bin was zu machen, bin am Kochen, Kebel herstellen, Tiere beglücken. Ne, das habe ich nicht gesagt, aber... Und er klickt die ganze Zeit auf diese scheiße Lampe. Jetzt ist das Ding weg. Nein, jetzt muss ich das wieder neu bauen. Oh nee. Nein, 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 nicht schießen. Du hast keinen Fabricator, kannst eh nicht bauen, du. Nee, kann ich nicht. Ich muss wieder beim Stormclown gehen. Ich baue jetzt mal einen Fabricator, das ist ja furchtbar. Ah, das ist aber so laut. Ich muss mir. Weißt du was? Kannst du die ausmachen? Weißt du was? Wasser ist nass. Nee, ich muss gerade was lesen. Ich habe ja immer noch keinen Fabricator. Ich habe immer noch die ganzen Geräte, die laut Lärm machen. Das mag ich überhaupt nicht. Das haben wir auch in Staffel 1, diesen Generator. Oh, ich muss mal ganz kurz hier so einen Blumeffekt ausmachen. Den Generator, ne? Den Generator, den haben wir ja außerhalb irgendwo in so einem, am Strand gebaut, wo dann immer der Spino dann reingebissen hat. Saftladen hat auch nicht mal Platz, hier irgendwie das hinzusetzen. Doch, ja, ne, hier, mach keinen hier rein. Ich würde das wie so oben, wenn da nur, aber das macht immer Krach, das Ding. Kannst du nicht ausmachen, du musst ihn nur anmachen, wenn du benutzt. Ich weiß, ich mag die Dinger nicht. Oh, guck mal, der Kano sieht ja eigentlich sonst ganz hübsch aus. Ach, baus ruhig da oben hin, ist egal, ich werde das schon irgendwie... Hast du den ich abmontieren kann, ja, gebaut oder Problem den Standard? Das ist halt riesig. Dann setzen auf Dach da oben. Da ist sowieso Strom. Ne, warte, ich hab eine Stelle. Ich baue das dir ein bisschen um. Ja, das mit dem Crossplay ist echt eine doofe Sache, weil er das Let's Play Together mit euch allen zusammen, oder besser mit denen, die dann eben dabei sein hätten können, tun, dürfen, müssen, es hätte eigentlich auch mit Xbox und PlayStation sein sollen, aber ich denke mal, es wäre nur mit entweder mit Xbox oder nur mit PlayStation gewesen, mit beiden nicht. Da habe ich so meine Quellen immer von. Was ist das? Da kommen wir hier gar nicht mehr raus. Ich habe mich auch gemerkt, das stand da aber schon. Du hast auch keine Schuhe an übrigens. Ist das Neumode? Habe ich doch gesagt vorhin. Mach halt die Tür zu, dann kommst du eh nicht raus. Das sieht so toll und idyllisch aus und dann stellt ihr hier... Wo ist mein Schrank hin? Ja, das war doch von der Castle Mode, oder? Das Ding. Ja, also, ja. Aber da hast du die Sachen wenigstens irgendwie weggetan? Ich hab die Sachen, die aus dem... Das hier.
Für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist und warum der Kühlschrank so cool aussieht und so weiter und so fort. Oder hier dieser geile Ofen, das ist echt super. Wir haben ja so ein paar Mods drauf. Für jetzt die Leute, die jetzt einfach nur das so dazu gucken, die mich jetzt nicht bei, bei YouTube folgen, abonniert haben. Das sind so ein paar Mods. Und das ist göttlich. Maschinengott Nummer 1, der Kibbelgucker. Zeig's mal ganz kurz. Kibbelgucker. Oh, was ist denn hier los? Ist hier irgendwas umgestellt? Ach da, okay. Was haben die jetzt? Ah, was haben sie so gemacht jetzt mit Dingsbums? Okay. Also, wenn ihr Kibbels braucht, ist egal was für ein Kibbel, auch sogar für den Gigantopithecus, da braucht ihr eine Titanbohr-Eier. Die findet man ja nur, die kann man ja nicht, man kann ja keine züchten oder irgendwie so ein Gehege anbauen. Kann man schon, aber ist so ein bisschen komplizierter. Dann guckt man einfach, welchen Dino man braucht. Zum Beispiel geht man jetzt hier zum Beispiel auf den Bronto. Und dann steht auf der rechten Seite, ich kann jetzt nicht rübergehen, so, auf der rechten Seite steht dann dieses Generic Egg. Das ist dieses spezielle Ei, was man braucht. Fiber und das ganze Zeugs, das man so braucht. Und dann kriegt man eben das Kibbel, das passende. Und diese ganzen anderen Sachen, die kann man eben herstellen. Aber das ist ganz easy. Da braucht man hier ein bisschen Gemüse. Mit dem Gemüse stellt man hier diese Meatpaste und sonst was. Ach, man kann eben diese Sachen immer hier herstellen. Und das ist mal eine coole Sache. Die Sachen habe ich übrigens alle beim Stone geklaut. Ist ja eigentlich logisch. Ich brauche gar nicht mehr sagen. Ist das dieser aus der Mod? Mhm. Warum hast du dann den Rest alles abgerissen hier? Wo ist eigentlich mein Fahrrad? Nur dieses Ding hier abgerissen. Das andere war gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Den Schrank weiß ich nicht, wo der hin ist. Der war weg. Dann hat nur das hier weg. Denn deswegen ist auch beim Grey Fox die ganze Castle Mod zusammengefallen. Irgendwas ist. Wie ist denn das Haus von Wixfox? Oh, ich wollte gerade sagen, es baut sich gerade das auf. Ich wollte gerade sagen, es ist weg. Hä? Verstehe ich nicht. Aua. Wir haben hier so ein paar Mods drauflaufen und die sind echt. Für Season 3 macht es echt Spaß, weil wir haben eher gesagt, statt farmen wie ein Wilder und züchten, na züchten nicht, aber jetzt 1000 Millionen Tiere zu zähmen, macht man sowieso. Für Eier haben wir eben diesen super Kibbelkopf. Was denn? Ist wirklich was zusammengefallen? Fehlt ein bisschen was, ja. Ehrlich? Ja. Ich würde sagen, überall. Also für die komplette Front. Aber das waren alles Castle-Mod-Teile, deswegen verstehe ich das nicht. Und die haben wir nicht rausgeschmissen. Die sind noch drin. Ich will es hoffen, nicht, dass ich eben. Weil ich habe ja eben eine Mod gelöscht, aber es war die Skin-Mod. Nicht, dass ich die falsche Mod gelöscht habe. Aber es wäre. Dann wären noch mehr weg. Dann wäre. Ich verstehe es auch nicht. Eigentlich sollte die Base. Base oder das hier sind keine Castle-Mod-Teile, sondern andere Mod-Top-Teile. Dann kann es natürlich sein, dass du aus Versehen die Castle-Mod weggemacht hast, weil. Alle Bauteile von der Castle Mod fehlen gerade und bei dir ist ja auch der Schrank von der Castle Mod weg. Mhm. Dürfte eigentlich. Ich habe normalerweise nur die letzte Mod gelöscht. Das war diese Skin Mod. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Tschüss, Tenne. Tschüss. Tenne. Egal. Tenne. Ciao. Ich muss mal ein bisschen lesen. Ich lese so wenig im Chat. Nein. Der BNG, du fragst gerade, ob Season 3 damit endet. Nein, ganz sicher nicht, weil das Let's Play Together mit euch dann zusammen ist ja... Hallo, mit den ganzen schönen Bauteilen und... Nee, wir machen ja unsere Zähmungen immer noch hier weiter. Auf dem Server. Mein Gott, was ein scheiß Wetter hier wieder. Ich hasse das Wetter. Ich geh noch rein. Tschüss. Das ist schon das vierte Mal, dass mir die scheiß Tür vor dem Böden knallt. So, ich lese mal ganz kurz im Chat. Ich guck wenigstens raus, da habt ihr einen besseren Ausblick ins Graue. Ah, Dosche schreibt, wenn man die Mods in den Plätzen verschiebt, von Rang 1 auf Rang 3 zum Beispiel, werden die Strukturen manchmal auch abgerissen. Das kann passierend sein, weil ich ja eine Mod gelöscht habe komplett. Wir haben eigentlich zwei Mods gelöscht. Ne, drei insgesamt, ne? Drei. Und einen drauf. Genau, wir haben zwei insgesamt. Jetzt habe ich drei gelöscht. Ach, egal. Wird schon. Was ist eigentlich... Scheiße, was ist eigentlich beim Dings, hä? Beim Stone? Ey, sollen wir mal ganz kurz beim Stone gucken gehen? Nein. Oh, ich auch nicht. Ich geh jetzt offline. Leute, der Stream ist vorbei. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Boah, ich glaube, bei dem ist auch alles... gar nicht mehr, weil der dich gekillt hat. Boah, das ist echt heftig.
der hat nicht so viel. Mach mir aber hier keinen. Keine Panik. Das wird bestimmt so sein. Nee, oh nee, ich will es gar nicht hören. Bei dem muss man diese scheiß Pelzrüstung anziehen. Nein, nicht schon wieder pfeifen. Ich pfeife immer. Mach mal den Nebel weg. Ja. Musst mal. Sag jetzt nicht, dass wirklich was auseinandergefallen. Ehrlich? Nee. Oh. Ich bin noch nicht da. Sag mal. Oh Mann, ey. Nee, ich fand den Kommentar gerade gut. Rache für die Eier. Ja. Das ist die Begründung. Wenn er danach mit der Shotgun vor mir steht, im Real Life. Dex, was ist los? Wo ist meine Base hin? Ja, der hat ja, glaube ich, auch viele Bauteile dafür genommen. Das Let's Play Together, das ist nach dem Patch. Und wir hoffen, dass der... Wir haben ja eine spezielle Map ausgesucht und wir hoffen, dass diese Map dann auch schon gepatcht wird, geupdatet wird, damit dann auch die neuesten Tiere mitlaufen auf dem... Nein, sag nix, komm. Es steht zumindest noch das Gebäude und alles. Okay. Innen drin sind ein paar Teile... Aber innen drin diese Karte und sein Bett ist weg und... Dann habe ich das, glaube ich, auch in meinem Bett. Oben ist auch nicht mehr da, glaube ich. Irgendwas habe ich gemacht. Hast die Karte mitgelöscht? Ja. Nee, gelöscht habe ich gar nichts. Oder verschoben. Verschoben bestimmt dann erst. Also vielleicht bin ich verschoben, weil aber ich was gemacht. Shit. Sonst steht, glaube ich, noch alles. Mein schönes Bett. Jetzt habe ich kein Bett. Nee. Wenn ich sterbe. Sonst müsste hier... Also ich weiß ja auch schon länger nicht mehr dort. Ich kenne jetzt nicht im Detail, aber so sieht zumindest jetzt nichts komisch aus. Einmal mit Decks arbeiten, kannst du nicht knicken. Finde ich auch witzig. Ja, finde ich lustig. Ja, das habe ich eigentlich echt so gemacht, weil der Stone hat schon letztes Mal gesagt, der findet es langweilig, er will was bauen. Hat er eigentlich nicht gesagt, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Was hältst du davon? Dex ja. Ist das LPT nächste Woche. Ja, habe ich doch schon gerade drauf geantwortet. Du hörst mal wieder nicht zu. Nee, ich war gerade voll gespannt. Du hast nur drauf gehofft, dass der Stone gleich, wenn ich das nächste Mal in Ark erwache, dass er vor meinem Bett steht. Mit der Flinte in der Nase direkt. Dex, du Penner! Ja, den Patch meinen wir. Cube. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Aber wirklich, ey. Oh, nee. Also ich gehe mir jetzt hier so ein Galimi-Fuzzi. Warte, geh mal ganz kurz beim Stone Galimi-Dingsbums-Kibbel klauen. Ich hab gecraftet, Abstück. Bei dir? Bei mir? Liegt im Kibbel-Gucker. Du sollst nicht bei mir craften. Du hast so viele Eier. Ja. Aber nicht zwischen den Beinen. Das sind ganz viele, du. Pfosten. Galimi-Muss, das ist das Kibbel. 12 Stück, das ist cool. Oder 12 sogar, cool. Du hast keine Schuhe an. Kannst du mal deine Schuhe anziehen? Du, das müffelt hier. Ach nee, Galimimus-Zähmung. Ach nee, das mache ich jetzt nicht. Ganz ehrlich, das klappt doch sowieso nicht. Entweder schmeißen wir den irgendwie vom Himmel oder der wird gebissen oder ich schlag den zu Brei. Ach, kack hier. Ich guck mal ganz kurz nach Pfeilen. Das sind die coolsten Helme. Aber heute mit Hexenhut. Hast du irgendwo vielleicht grüne Pfeile bei meiner Ordnung? Ah, ich habe grüne Pfeile. Ich repariere erstmal meine Sachen bei dir in der. Das kannst du ruhig machen. Ja, es ist. Kannst du ruhig machen, weil ich gehe ja sowieso das Material immer beim Stone holen. Das ist alles gar kein Problem. Das ist unglaublich. Das ist so lustig. Ja, vor allen Dingen, der Stone fliegt. Dex, ich flieg mal ganz kurz zum Vulkan Eisen holen. Ja, okay, ich komme dann gleich auch. Dann ist er hochgeflogen, hat Eisen geholt, hat das dann alles in seinen Fabricator gesetzt und ich stehe dann neben dem Fabricator und nehme das Eisen wieder mit. So ein Arsch. Ich muss mir mal ganz kurz die Trompete tröten. 19.
Ja. Der Ton mit dem Bild ist asynchron. Ehrlich? Ja. Ja. Anscheinend schon. Ich habe keine Ahnung. Können wir es nicht ändern. Ich. Wo steht denn das? Mini-Rocky hat das geschrieben. Aber es ist schon ziemlich weit oben, ne? Guck mal, das habe ich bei mir gar nicht. Hm. Die helfen uns beim Zählen, dann klappt das schon. Du hast eben schon Gallimimus verloren und einen zweiten versehen. Dann machen wir mal Folgendes, dann mache ich mal ganz kurz den Stream Stopp. Ich mache mal ganz kurz Stopp und dann mache ich den nochmal ganz kurz an und dann hoffen wir, dass es dann wieder flüssig und richtig und auch schön läuft. Ich weiß nicht, vielleicht sind nur in einer Person. Und das, habt ihr das andere das auch noch oder ist das nur eine Person? Habt ihr es bei euch auch? Ist bei euch auch die Stimme mit dem Bild unsynchron? Asynchron. Wir haben halt Deutsch. Okay. Ja, sind wirklich asynchron, okay. Okay, dann machen wir ganz kurz einen kleinen Stopp hier und dann sind wir gleich wieder da, wenn es wieder nicht funktioniert. Bis gleich.